Eines Morgens wurden die Bewohner des Hauses durch das Weinen eines kleinen Mädchens geweckt. Ich stricke meinen kleinen Pullover. Was höre ich denn da? Wer weint denn da? Ist das meine Enkelin? Die Oma ist schon unterwegs. Wer heult denn da am Morgen? Ah, ich glaube, das ist meine kleine Schwester. Ich muss mal herausfinden, was los ist. Ach, ich bin fast fertig. Was? Hier schreit ein Baby? Die Chefköchin ist bereits unterwegs. Na, was ist denn mit dem Baby los? Ach, Susi ist hungrig. Gleich werden wir sie füttern. So haben unsere Helden eine verantwortungsvolle Aufgabe, das kleine Mädchen zu füttern. Was will sie denn? Aha, sie möchte Pommes. Das ist ganz einfach. Machen wir gleich. Ah, ich kenne da schon ein Rezept. Zuerst muss ich das Öl hineinschütten. Je fettiger, desto besser schmeckt es auch. So werden wir alles schön durchbraten. Und das sind meine Pommes. Die kommen direkt in die Bratpfanne. Oh nein, Enkelin, tu das nicht. Aha, das spritzt ja total. Wir müssen sofort dieses Feuer löschen. Oh mein Gott. Okay, in den Rezepten auf YouTube war das nicht so schwer. Du hättest fast die Küche in Brand gesetzt. Lern was von der Oma. Wir nehmen nur ein klitzekleines bisschen an Öl, stellen den Herd an und da kommen jetzt unsere Pommes rein. Na also, das sind die perfekten Pommes. Jetzt können wir sie auf den Teller geben. Oh, das sieht ja schön aus. Alles nur für meine Enkelin. Und hier kommt natürlich etwas Ketchup hinein. Pommes mit Ketchup, was könnte besser sein? Ach, jetzt passt mal auf. Ich zeige euch, wie man gute Pommes macht. Erstmal die Pommes aus der Bratpfanne holen und das überschüssige Öl abfangen. Jetzt werde ich noch diesen Speck hier braten und die Pommes einfach einrollen. Und darüber geben wir noch einen Schuss glutenfreie Preiselbeermarmelade. Und dann mit einem Zweig Rosmarin garnieren. Ein echtes kulinarisches Meisterwerk. Mir ist was Besseres eingefallen. Ich benutze einfach diese Bananenbonbons. Die sehen genauso aus wie Pommes. Und statt dem Ketchup benutze ich einfach Erdbeersirup. Ich bin mir sicher, das wird meiner Schwester gefallen. Oh. Wir sind soweit. Jetzt wird die Kleine alles probieren. Das Gericht der Oma probiert sie zuerst. Das sind die klassischen Pommes mit Ketchup. Das scheint ihr gefallen zu haben. Ich bin gespannt, ob ihr auch dieses Feinschmeckergericht gefallen wird. Was für ein ungewöhnliches Rezept. Aber es wurde nicht besonders gewürdigt. Und jetzt bleibt nur noch das originelle Rezept von der Schwester. Die Pommes kommen in den Ketchup. Oder um genauer zu sein, die Bonbons kommen in den Erdbeersirup. Und jetzt suchen wir den Gewinner aus. Und diesmal ist es die Oma. Ja, ich hab's geschafft. Aua, das hat weh getan. Na, was möchte die Kleine denn diesmal essen? Aha, die hat Lust auf Sushi. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, wie man das zubereitet. Mal sehen, was die Köchin macht. Zuerst muss man einen besonderen Reis auf eine besondere Weise kochen. Oh, das kann ich schaffen. Schließlich weiß ich, wie man Reis kocht. Wie geht's? Sushi mit ekligem Seetang? Nein, ich mache lieber was Süßes. Was Süß-Saueres. Dafür benutze ich einfach diese süß-sauren Streifen und etwas Schlagsahne, wo ich dann die Bonbons reintunke. Super, habt ihr jemals so tolle Sushis probiert? Na, wie auch immer. Jetzt nehmen wir uns ein Nori-Blatt und schneiden es in zwei Hälften. Aber dieses Blatt ist doch total trocken. Das geht kaputt. Tja, sowas muss eben gekonnt werden. Jetzt schneide ich den Fisch und lege alles auf eine Matte aus. Jetzt drehen wir die Matte ein und schneiden die Rolle in Stücke. Das war's auch schon. Meine klassischen Philadelphia-Sushis sind fertig. Und wieso schaffe ich das nicht? Diese Sushis möchten einfach ihre Form nicht halten. Bingo! Ah, ich habe eine Idee.
Ich muss einfach eine Gurke benutzen. Die Mitte hole ich raus. Da kommt jetzt Reis rein. Ach, gut, dass ich mir das noch habe einfallen lassen. Ene mene Mist, es krabbelt in der Kiste. Fangen wir mit diesen Sushis hier an. Die sehen perfekt aus. Und die schmecken auch noch perfekt. Und jetzt nehme ich mir diese leckeren Bonbon-Sushi. Die sind unglaublich gut. Und wer wird wohl der Gewinner sein? Es sind die süßen Sushis. Der hat meine noch nicht einmal probiert. Hey Oma, wach auf. Die Enkelin will wieder was Leckeres. Diesmal diesen Schokoshake hier zum Nachtisch. Oh, das ist mein Lieblingsrezept. Ich werde Eiswürfel gebrauchen. Und ganz viel Schokosoße. Da kommt jetzt noch ein Starbucks-Kaffee mit rein. Und jetzt geht's an den Milchschaum. Was ist denn hier los? Du machst mich dreckig. Was hat denn die Oma da in der Hand? Ist das etwa ein Pulverkaffee? Und das möchte sie ihrer Enkelin einschenken? Tja, Oma, von dir habe ich was Besseres erwartet. Und ich mach weiter. Hier kommt noch etwas Schlagsahne mit hinzu. Genau so ein Rezept benutze ich nämlich auch für mich selber. Hier streue ich noch ein paar Oreo-Kekskrümel drüber. Und den Keks drauflegen. Noch Strohhalm reinstecken. Und fertig ist der perfekte Schokoladenmilkshake. Ich bitte euch, es geht doch hier um den Kaffee. Ist ja furchtbar. Ich brauche erstmal frische Kaffeebohnen. Jetzt mahle ich die Bohnen zu feinem Pulver. Und dann brühe ich den Kaffee in einer französischen Presse. Ihr könnt mir glauben, dieser Kaffee wird perfekt sein. Und jetzt muss er nur noch mit Milchschaum verziert werden. Ich werde sicher niemanden bespritzen. Und fertig ist die Schneeflockendekoration. Perfekt. Ja, letztes Mal gefiel ihr deine Dekoration aber nicht. Oh mein. Probieren wir mal die Getränke. Natürlich ergreift die Kleine zuerst den Kaffee-Milkshake. Vor allem die Kekse scheinen ihr zu gefallen. Köstlich. Oh nein, dieser Pulverkaffee scheint ihr überhaupt nicht gefallen zu haben. Der Kaffee der Chefköchin riecht wunderbar. Aber schmecken tut er nicht besonders. Deshalb sucht sich die Kleine das Getränk ihrer Schwester aus. Yeah, ich habe schon wieder gewonnen. Und dieses Mal wünscht sich die Kleine ein paar Waffeln. Was ist das denn? Dieses Rezept kenne ich. Erstmal müssen wir die Eier aufschlagen. Jetzt Zucker hinzufügen. Je mehr Zucker, desto besser. Und jetzt heißt es umrühren, 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 umrühren. Oh, irgendwie werde ich langsam müde. Ich glaube, das reicht. Jetzt geben wir noch etwas Mehl hinzu. Ups. Oma, tut mir leid, das wollte ich nicht. Je mehr Mehl, desto besser wird der Teig. Ups, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Aber wie auch immer, den Rest können wir noch rausholen. Ich bin mir sicher, so wird das niemals klappen. Ich mache meine Waffeln nach einem altbewährten Familienrezept. Dieser Teig kommt jetzt auf das Waffeleisen. Wir sind fast fertig. Das werden die perfekten Waffeln. Ein Kind sollte man gesund füttern. Den Zucker werden wir nicht gebrauchen. Wir nehmen besser eine Zucchini. Die reiben wir klein. Da geben wir jetzt Eier hinzu und etwas Mehl. Und schön durchmixen. Das sieht ja gar nicht appetitlich aus. Und unser Teig kommt jetzt ins Waffeleisen. Eins können wir sicher sagen, diese Waffeln werden alle sehr verschieden sein. Wunderschön, diese Waffeln hätte ich gerne selber aufgegessen. Da kommt noch etwas Schlagsahne drüber und ein paar Beeren. Sieht wunderschön aus. Was ist das? Ahornsirup, genau das, was ich brauche. Und natürlich ein Stückchen Butter. Oh mein. Es wird Zeit, dass ich meine gesunden Waffeln raushole. Hier fehlt nur noch ein bisschen Dekoration. Wie wäre es denn mit etwas Petersilie?
Bellissimo. Also das gefällt mir ja gar nicht. Bitte sehr, meine Kleine. Diese Waffeln sehen genauso aus, wie ich sie auch wollte. Hä, was ist das denn für eine komische Füllung? Das sind Eierschalen. Man muss doch vorsichtiger sein. Was ist das denn für ein grünes Zeug? Wieso kommt da Gras denn auf meine Waffel? Aber ein Stückchen werde ich trotzdem probieren. Riecht gut. Schmeckt aber ganz schön mies. Was soll ich denn von dieser Waffel hier erwarten? Oh, diese Waffel scheint ihr gefallen zu haben. Und die Gewinnerin ist die Oma. Ja, ich habe gewonnen. Wow, was für ein köstlicher Sirup. Hör auf mit dem Blödsinn. Hier kommt die Aufgabe. Ich habe schon richtig Lust, einen Kuchen zu machen. Also, es wird Zeit anzufangen. Ich fange mit den Eiern an. Schön vorsichtig. Man muss vorsichtig damit umgehen. Ja, alles klar. Erstmal das Ei hier in die Schüssel geben. Ein bisschen mit einer Schale. Naja, sowas kann da eben passieren. Ich lasse sie einfach drin. Wirklich. Ich bitte dich. Ich zeig dir, wie das geht. Es gibt da einen kleinen Tipp. Du nimmst dir einfach die andere Hälfte der Schale und entfernst dieses Stück hier. Also, ich mach weiter. Ich brauche genug Zucker. Gib mal her. Oh, was erlaubst du dir? Das war mein Zucker. Na, wie auch immer. Hier kommt ein kleines bisschen Zucker rein. Das reicht. Alex, stopp. Nicht zu viel Zucker. Ja, ja, klar. Ich mach nur ein kleines bisschen rein. Na also, eine kleine Brise. Um alles in der Welt. Ich brauche einfach viel Zucker. Je mehr, desto besser. Was hast du angerichtet? Ach, du bist doch bloß neidisch. Jetzt muss ich die Milch öffnen. Wieso ist das so schwer? Oh nee, ich hab's übertrieben. Oh, das war ein bisschen zu viel. In Ordnung. Den Rest der Milch schütte ich einfach in die Schüssel. Okay, was kommt als nächstes? Ah ja, genau, Mehl. Ich habe hier eine ganze Packung. Das riecht nach... Oh, schau mal, das sieht unheimlich aus. Oh nein, das ist ja ein Geist. Hilfe! Oma, das bin ich, dein Alex. Ich habe bloß Mehl im Gesicht. Ah, tut mir leid. Ich habe mich nur ein bisschen erschrocken. Also, ich mache weiter mit meinem Teig. Einfach genug Mehl reingeben und jetzt schön umrühren mit einem Schneebesen. Nee, mit einem Schneebesen macht's keinen Spaß. Ich benutze meine Hände. Schaut ihr das an, wie unkultiviert. Ist ja furchtbar. Menschen haben den Schneebesen absichtlich erfunden, um ihn zum Umrühren zu benutzen. Ach, ich bitte dich, das ist doch voll 19. Jahrhundert. Heutzutage macht das eine Maschine. Das geht übrigens viel schneller. Ach, bist du dir das sicher? Hauptsache, man macht alles mit Liebe. Deine Maschine kann nichts mit Liebe machen. Übrigens, ich glaube, hier fehlt ein bisschen Kakao. Damit schmeckt jeder Kuchen besser. Einfach hineingeben und schön verrühren. Jetzt wird's Zeit, meinen Teig auszubacken. Dafür stecke ich ihn in den Ofen. Ja, voll cool. Ich habe beschlossen, einen kleinen Snack zu nehmen. Oh nee, mein Keks ist in den Teig gefallen. Ah, das ist doch ein Zeichen. Warum benutze ich nicht einfach ein paar Oreo-Kekse, um meinen Kuchen schokoladig zu machen? Ich habe sie zerbröselt. Hier kommen die in meine Form. Das sieht toll aus. Daraus könnte man wirklich was Leckeres machen. Ich glaube, ich werde jede Mischung von diesem zukünftigen Kuchen in einer anderen Farbe machen. So wird das alles schön bunter und hübscher. Aha, ich habe Oreo-Krümel. Ich habe verschiedene Farben. Der Teig schmeckt jetzt schon gut. Jetzt kippe ich einfach den Teig über meine Krümel. Schön vermischen und in den Ofen stellen. Chefkoch, was machst du in der Zwischenzeit? Ganz einfach. Mein schmackhafter Kuchen ist schon fast fertig. Ich werde auch den Teig in verschiedene Farben färben. Einfach in verschiedenen Schüsseln Lebensmittelfarbe mit dem Teig vermischen. Alles klar, ich habe 6 verschiedene Farben vorbereitet. Jetzt brauche ich noch 6 verschiedene Förmchen. Oh, vorsichtig! Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich glaube, die Oma ist eingeschlafen. Na, wir wollen ihr nicht in die Quere kommen.
Also, wo bin ich stehen geblieben? Ganz genau. Jetzt gieße ich die verschiedenen Teigmischungen in die verschiedenen Förmchen. Einmal schnell verteilen. Und ab in den Ofen. Oh, ich bin gerade noch so aufgewacht. Es wird Zeit, dass ich meinen Kuchen rausnehme. Bis jetzt habe ich so eine Halbkugel, die ich als Boden für die Torte bedienen werde. Jetzt muss ich sie mit Erdbeersirup füllen. Das geht mit einer speziellen Form. Da kippe ich jetzt den Sirup gleichmäßig rein. Und dann kann ich noch bunte Streusel drüber kippen. Das wird wunderschön aussehen. Schließlich wird dieser Kuchen wie ein Prinzessinnenkleid aussehen. Dafür stecke ich noch eine kleine Prinzessin oben rein. Das wird Kate sicher lieben. Alex, wie kommst du voran? Also ich habe alles gebacken. Schaut mal, was für ein schönes Herz. Und darüber kommt jetzt noch flüssiger Marshmallow. Ihr habt gar keine Ahnung, wie sehr ich das liebe. Wieso probiere ich nicht einfach das, was ich gemacht habe? Kate wird das nicht bemerken. Na, ab in den Mund. Mensch, ist das lecker. Mama Mia, was machst du denn, mein Kleiner? Ah, tut mir leid. Jetzt muss ich das Loch irgendwie reparieren. Ich kipp da einfach noch mehr flüssiges Marshmallow rein. Und dann noch die gesamte Oberfläche des Kuchens damit bedecken. Schon wird mein Kuchen schneeweiß. Aber das ist noch nicht alles. Um die Sache noch abzurunden, werde ich meine Torte mit Schokolade verzieren. Das ist nicht nur lecker, sondern auch noch richtig hübsch. Warum benutze ich nicht gleich ein paar Süßigkeiten? Zum Beispiel diese Schokokugeln und M&Ms. Also, ich habe ein echtes Kunstwerk gemacht. Ach, das nennst du ein Kunstwerk? Ich bitte dich. Oh, das sind meine kleinen Biskuitschichten. Dazwischen kommt flüssiges Marshmallow. Und Alex, unsere Torten sehen eigentlich ziemlich ähnlich aus. Aber meine wird natürlich besser sein. Jetzt muss ich genug Zuckerstreusel auf den Teller geben und die Torte gleichmäßig reintunken. Oh, ich liebe, wie meine Torte aussieht. Mach den Mund zu, Oma. Wir sind noch nicht fertig. Ich mache jetzt nämlich noch einen kleinen Regenbogen. Den lege ich obendrauf. Und das ist noch nicht alles. Mit etwas Schlagsahne mache ich noch ein paar Wölkchen. Und ein Einhorn darf nicht fehlen. Also ich glaube, wir sind fertig, meine Kleine. Such dir eine Torte aus. Was wird dir am meisten gefallen? Oh, wow. All diese Torten sehen toll aus. Oh, das ist ja ein Prinzessinnenkleid. Voll die coole Idee. Probieren wir mal, ob das auch lecker schmeckt. Das ist ja Erdbeersirup. Ist ja toll. Und diese Prinzessin ist ganz schön niedlich. Aber leider ist die nicht essbar. Die ist aus Pappe. Ey, Mann, Oma. Wieso ist die aus Pappe? Gefällt mir nicht. Oh, diese Torte sieht ja auch toll aus. Ich stecke mir gleich ein paar Schokoriegel in den Mund. Unglaublich. Da muss ich gleich mehr von abbeißen. Was für eine leckere Torte. Eindeutig mein Favorit. Wobei, diese Torte sieht einfach unglaublich toll aus. Ich schneide mir gleich ein großes Stück ab. Wow, das sind ja alle Farben des Regenbogens. Und diese Torte schmeckt einfach himmlisch. Du hast gewonnen, Chefkoch. Habt ihr das gesehen? Ich habe gewonnen.